Moin und willkommen zu Sonnensüchtig. Schön, dass du eingeschaltet hast und wieder dabei bist. Heute packen wir mal wieder was zusammen aus. Und zwar, der eine oder andere weiß, dass ich hier schon ein bisschen länger drauf gewartet habe. Und zwar auf den Gauss MD der Firma Mars. Ihr wisst, Mars hat Spulen gebaut oder baut immer noch Spulen, die relativ gut sind, haben einen Pinpointer rausgebracht. Und ja, dieses Jahr den Gauss MD. Ich schaue mir das Ganze mal an. Das heißt, wir packen den zusammen aus, gucken, was ist in der Pro-Version drin. Und ja, ich würde sagen, nicht lange schnacken, wir legen los. Bevor wir den Gauss da jetzt rausholen, schauen wir uns mal ganz kurz die Verpackung an. Tatsächlich finde ich jetzt in diesem Beispiel, dass weniger manchmal mehr ist. Ich finde, es sieht absolut stylisch aus. Ich meine, liegt natürlich auch so ein bisschen an der Maschine. Aber generell schön aufgeräumt. Wir sehen auch hier hinten nochmal genau, ja, was ist überhaupt dabei, was ist im Pro-Pack dabei. Sehen hier eine kurze Erklärung, was überhaupt einstellbar ist. Genauso wie hier. Finde ich sehr ordentlich, das Ganze. Da ist sie also, die Schönheit zerlegt in Einzelteile. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal zusammen, was alles in der Pro-Version dabei ist. Als erstes, der ist eigentlich nicht dabei. Normalerweise gibt es die in Schwarz, aber ich habe gesagt, pass auf. Ich möchte ganz gerne den Mars Pinpointer in Rot haben, in Crazy Detectors Rot, denn die gibt es demnächst auch bei mir im Shop und ich wollte einfach mal den roten vorher sehen und wie ihr sehen könnt, die Farbe passt perfekt zum Shop. Bevor wir uns das Herzstück holen, denn ihr werdet euch wundern, wieso ist denn das Display in der Kiste und nicht hier oben drauf? Man kann das tatsächlich abnehmen, finde ich mega. Das gucken wir uns am Schluss an. Wir gucken jetzt erstmal, was genau hier jetzt drin ist. Und zwar haben wir hier einmal den Funkempfänger. Ja, wir können also per Funk auf dieses Modul schicken. Und wir haben, das müssten die Kopfhörer sein. Einer ist ein bisschen schwer. Ja. Und hier haben wir die super flauschigen Kopfhörer. Finde ich tatsächlich extrem schick geworden. Guck mal, roter Center auch wieder in crazy Farben. Also es ist tatsächlich wie für mich gemacht. Dann haben wir hier Ladegerät und tatsächlich mal ein Hersteller, der mal wieder wirklich Stecker mitgibt. Denn die meisten machen das schon gar nicht mehr. Die sagen, ach, scheiß drauf, Handy-Ladeteile haben die alle. Sparen wir mal. Oh, guck mal, sogar einen doppelten. Sehr geil, finde ich sehr gut. Ja. So, was nehmen wir zuerst? Wir nehmen jetzt das Gestänge. Oh, das ist mal sehr schick. Guckt euch das mal an. Das ist mal richtig schick. Hier unten haben wir Carbon. Das müsste Alu sein. Es fühlt sich sehr kalt an. Das wird Aluminium sein. Saugeil. Gucken wir uns auch gleich nochmal näher an. Drei Sachen bleiben übrig. Wir haben hier einmal die 7 Zoll Sniper-Spule. Wenn ich sie mal rauskriege hier. So. Ne? Perfekte Größe für mega verschrottete Äcker. Verschrottete Äcker. Und ja, hat eine sehr, sehr schöne Größe. Und hier haben wir halt die Standardspule. Sehr schick. Das heißt also, im Pro-Set sind wir ja eigentlich auf alles gewappnet, was wir brauchen. Dann haben wir hier noch Karten. Ach, guck mal hier. Das ist ja cool. Wir haben hier kleine Karten, die uns erklären, wie wir am besten einstellen müssen. Das ist wichtig für später, würde ich mal sagen. Nicht wegschmeißen, so wie ich euch Lümmels kenne. So, du Hübsche. Jetzt darfst du raus aus deinem Kabuff. Das letzte Stückchen hier. Raus. Blöd mit einer Hand hier. Warte mal. Ja, die Haupteinheit, das Herz vom Gauss MD. Und ich muss sagen, finde ich sehr, sehr stylisch. Sieht richtig schick aus. Guck mal allein auch mit den Auskerbungen hier.
Also designtechnisch wirklich sehr, sehr hübsch umgesetzt. Vor allen Dingen sehen wir auch, alles sehr simpel gehalten, eingelassene Knöpfe. Auch hier auf dem Display alles schön verarbeitet. Sehen wir auch vor allen Dingen hier an den Seiten. Das heißt, wir haben keine offenen Spaltmaße und das kennen wir von anderen Firmen leider anders. Gefällt mir sehr gut vor allen Dingen. Hier hinten haben wir den magnetischen Ladeanschluss. Ne? Da können wir hier, der hat aber richtig Dampf hier, der will dahin. Der sagt so, aufladen und raus mit dir. Gefällt mir auch sehr gut. Ist ja heute inzwischen fast Standard. Und schön finde ich auch, es ist spritzwassergeschützt. Also es ist nicht komplett wasserdicht. Wir können also nicht damit tauchen gehen. Aber es sollte jeden Regen aushalten, auch Starkregen. Es ist staubgeschützt, also es kann nichts an Staub eindringen. Das ist IP64, das heißt also Spritzwasser geschützt und staubgeschützt, kommt nichts rein. Finde ich also gut, also braucht man auch keine Angst haben, wenn es mal gießt, mit der Schönheit raus. Wir schalten sie mal kurz an, ohne Spule. Oh, guckt mal. Hübsch aufgeräumt, aber das gucken wir uns im nächsten Video mal genauer an, was genau wir einstellen können. Und jetzt vor allen Dingen, ihr seht, ich arbeite bei 14 Grad hier in meinem kleinen Räumchen, damit ich euch das noch filmen kann, denn ich bin ja eigentlich in Altenburg, aber ich habe mich davon gestohlen. Und gefällt mir richtig geil. Also ich habe lange drauf gewartet, vor allen Dingen, weil ich es sehr schick finde, vor allen Dingen in Kombi mit dem Gestänge. Das gucken wir uns gleich auch nochmal an. Und ja. Ja, im Beutelchen waren jetzt ein paar Kabel und diese Unterlegscheibchen hier. Die kennt ihr bestimmt von dem Maas Universal Gestängen. Die brauchen wir nachher für die Spule. Ansonsten haben wir halt Ladekabel für den Receiver, also für den Freund hier. Und den magnetischen Stecker. Das Coole ist auch vor allen Dingen, es ist ein Doppelstecker. Wie gesagt, ich finde es sehr cool, dass die Leute von Maas überhaupt einen mitgeben, denn viele machen es ja gar nicht mehr. Und dann auch gleich noch einen doppelten, das heißt, wir können Receiver und Gerät gleichzeitig aufladen. Dann haben wir jetzt hier den MD-Link Receiver, das heißt also unsere Wireless-Tonverbindung zu dem Gauss MD. Und das ist wirklich sehr, sehr simpel. Das heißt, wir haben hier oben einen Klinkenanschluss, genauso wie an unserem Kopfhörer. Das heißt aber auch zeitgleich, ihr müsst nicht diese hier benutzen, wobei ich die sehr geil finde. Sehr, sehr schick vor allen Dingen, also richtig schön flauschig. Könnt ihr also jeden beliebigen da reinmachen, auch ein MS-2 zum Beispiel. Und jetzt starten wir das Ganze mal. Bling. Und schon sucht er, also vielleicht habt ihr es gehört, er sucht jetzt schon unseren Maas-MD und das war es eigentlich schon. Um ihn wieder auszumachen, drücken wir hier. Und ja, das war's. Zeige ich euch aber nochmal richtig im Gebrauch. Ja, kommen wir einmal noch mal kurz zum Gestänge. Ihr seht, Verarbeitung ist tipptopp. Echt null zu meckern. Zumindest bis jetzt noch nicht. Also der erste Blick, Haptik ist richtig schick. Das ist ja wieder was für mich. Ihr wisst, ich bin ja einer, der gerne fummelt. Und für so kleine Haptik-Liebhaber gibt es hier sogar Noppen. Also alles richtig gemacht. Wie gesagt, super leicht das Ding. Es wiegt kaum was. Und ist natürlich auch dran geschuldet, dass wir hier vorne tatsächlich Carbon haben. Ja, wir können hier arretieren über dieses Gewinde, dann kriegen wir es fest oder wir machen es halt locker, weil das wollte ich mal gucken. Das heißt, wir können es rausziehen. Oh, das ist schon sehr lang und vor allen Dingen, hier ist ein Endstop. Das heißt, wir können es gar nicht aus Versehen rausruppen. Guck mal, wie geil das aussieht. Das ist schon sehr schick, tatsächlich. So, was ich euch zeigen wollte, sind aber die kleinen Noppel, die hier vorne rankommen. Ich wollte euch eigentlich mal zeigen, hier die Schrauben und diese Gummipuffer, die da reinkommen. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, tatsächlich, guck mal, wir haben eine Schraube in der Originalspule, wir haben eine Schraube hier drin gehabt und wir haben eine dritte sogar hier. Das heißt, wir haben ja Ersatzschrauben ohne Ende und jetzt zeige ich euch mal, wofür diese Gummidinger sind. Ich hoffe, man sieht das. Ne, hier sind so viereckige Einfassungen, die sind hier auch. Jetzt friemelt man den einfach so da rein. So. Seht ihr, bis der hier nahtlos drauf ist. Oder ich mache das mal fest, das ist schön lose. Also es lässt sich sehr leicht bewegen und jetzt halt nicht mehr. Also sehr, sehr straff. So, zweiten auch. Bisschen drehen hier. Zack, so, da will er rein. Ja, das ist alles gar nicht so einfach hier auf dem Tisch, aber das kriegen wir schon hin. Also, Gumminippel sind drin. Den Rest kennt ihr, hier reindrücken. Zack, das passt schön knatscheng hier rein. Jetzt können wir hier reingucken, bis wir das Loch sehen. Seht ihr? Ich wollte jetzt fast sagen, das ist wie zu Hause. Und dann stecken wir die Schraube da rein. So, arretieren das Ganze.
Ich würde es machen wie beim Schnellspanner, das heißt, den halten wir in diese Richtung einfach fest. Na, auf mit dir. Ja. Zack, zack, zack. Und andersrum, so geht es besser. Ja. So. Ne? Hier kann man wieder lösen, wenn man will. Also ihr könnt, je nachdem wie ihr wollt, oder hier jetzt halt über den festziehen. Schön knatscheng. Na, denkt dran, nicht zu fest das Ganze. Es soll sich schon bewegen können, weil wenn ihr ihn später ablegt, ne? Also nicht übertreiben hier. Nicht so wie ich manchmal. Jetzt kommt sie. Die Hochzeit. Das Herzstück zum Gestänge. Das heißt, wir haben ja hier die Führungsnasen. Das dürfte jetzt eigentlich kein Problem sein. Also kommt jetzt nicht auf die Idee, das so rum drauf zu schieben. Das wäre ein bisschen, ne? Also, hier drauflegen. Ankippen. Oh, tatsächlich, das geht. Das fließt ja. Das war's. Fest ist es. So, weil wenn wir jetzt hier drücken, kannst du ja nicht runter, weil ist ja fest. So, und wenn wir es jetzt laden wollen und wir sagen, naja, ich lasse meine Maschine ungern draußen, dann mal gucken. Oh ja, easy. Zack. So einfach geht's. Also Spule dran, ausfahren, Feuer frei. Ja, das war's leider schon wieder. Blank gemacht und ausgezogen, der Mask aus MD. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen, konnte dir einen kleinen Einblick in diese Maschine geben, was Optik angeht. Ich finde sie übrigens sehr, sehr geil, also optisch, leistungstechnisch gucken wir uns ja in den nächsten Videos an. Also Optik gefällt mir richtig, richtig gut. Haptik ist auch sehr gut und ja, den Rest gucken wir uns zusammen an. Ich würde mich natürlich freuen, dich beim nächsten Mal wiederzusehen auf diesem Kanal. Und ja, ich würde dir empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren. Das ist in dieser Ecke hier unten. Dann drück auch bitte gleich auf die Glocke, denn dann wirst du immer informiert, wenn ich was Neues hochlade. Das heißt also auch Suchvideos mit diesem Gerät, Tricks und Tipps und so weiter. Und ja, ansonsten bei Fragen unten in die Kommentare. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen und ja, immer daran denken, immer sonnensüchtig bleiben und dann seid gut vor.